Es tauchen Vorwürfe auf, dass Arena Breakout den Code von Tarkov einfach komplett kopiert haben soll. Außerdem hat Nikita deswegen einen kompletten Breakdown auf Twitter. Das in heutige News. Moin Leute, es ist 2 Uhr morgens. Perfekter Zeitpunkt für die Newsfolge. Denn der Release von Arena Breakout Infinite hat ziemlich viele Wellen geschlagen. Denn das Game kam überraschend gut an und hat in vielen Punkten auch positiv überrascht. Aber eben auch, weil es ist schon extrem nah an Tarkov dran. Also die Animation, der Aufbau vom Menü, gewisse Bezeichnungen sind extrem nah dran. Die Items, die man findet im Raid, sind einfach ähnlich wie in Tarkov. Also man hat einen Scaff und so weiter. Also es ist so nah an Tarkov dran. Und scheinbar sollen Codezeilen aufgetaucht sein, wo selbst die Bezeichnungen der Bosse von Tarkov enthalten sind. Also Killer, Stürmen und so weiter sind da im Code aufgetaucht. Jetzt, die große Frage, ist es einfach straight up kopiert? Das kann, glaube ich, keiner wirklich beantworten. Da fehlen noch mehr Infos. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, 1:1 Kopie ist schwierig, weil es sind unterschiedliche Engines mit nicht mal der gleichen Sprache. Also wir haben hier die Engine Unreal, die ist C++ von Epic Games, die jetzt eben Arena Breakout Infinite einsetzt. Und wir haben die Unity Engine, die Tarkov einsetzt, mit C#. Da kann man nicht einfach etwas nehmen und 1:1 reinklatschen. Aber sie haben sich definitiv inspirieren lassen. Bis zu welchem Grad? Ich glaube, das werden wir nie erfahren. Außerdem ist es, glaube ich, einfach irrelevant, weil, ja, was will man machen? Es ist eine chinesische Firma. Was will BSG machen? Die einklagen? Das wird nicht klappen. Also heißt, zum einen ist natürlich die moralische Frage, ist es korrekt? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass im Gaming-Bereich Spiele voneinander abschauen und kopieren. In vielen Fällen entsteht da draußen ein besseres Produkt und der andere muss dann auch gucken und verbessert sein Produkt wieder. Also es ist dann so ein Hin- und Her-Geschaukel und gewinnen tut der Konsument, was in dem Falle wir wären, denn bisher hatte BSG mit Tarkov eine absolute Monopolstellung. Kein anderes Game gab es in dem Genre, also konnten sie machen, was sie wollen. Mit einem Konkurrenten müssten sie halt langsam anfangen, darauf zu hören, was die Leute wollen. Das könnte eigentlich ganz gut werden für uns. Außerdem hat Arena Breakout Infinite einige gute Features, kommt dann später in einem Review-Video noch, die nicht von Tarkov abgeguckt sind, die Tarkov aber abgucken könnte. Also das meine ich eben. Also die beiden Spieler könnten so voneinander lernen, gucken, was macht der andere besser und das bei sich integrieren. Und ja, der Gewinner dabei wären wir. Also ich persönlich sehe das jetzt nicht so eng, aber das ist eine moralische Frage, da wird jeder eine eigene Meinung haben dazu. Was aber war, Nikita hatte dazu auf Twitter wieder einen absoluten Breakdown und dieser Mann braucht dringend Social Media Coaching, das ist langsam nicht mehr lustig. Also angefangen hat er eigentlich nicht schlecht, er spricht das Ganze an, dass eben das Game wirklich sehr, sehr viel kopiert hat und ich gehe davon aus, das ist für ihn eine Herzensangelegenheit, weil ja, es ist sein Game, was er über jetzt mittlerweile ein Jahrzehnt herangezüchtet hat und das wird halt jetzt eben ein bisschen kopiert. Das kann ich verstehen, dass man da nicht glücklich ist und er zeigt da eben auch die Codestellen, aber dann driftet er wieder komplett ab mit We are the unheard, reveal the future together, long live hardcore und so richtig sektenmäßig, wo ich mir denke, Nikita, du bist CEO einer Firma, die ein Spiel herstellt. Also komm mal runter mit diesem Sektentrip. Alles, was passiert ist, ihr habt zum ersten Mal Konkurrenz erhalten, die sich im Markt beweisen kann. Das wird eine neue Herausforderung für BSG. Aber eben, ich glaube nicht, dass Tarkov deswegen stirbt. Ich denke, die beiden Spiele werden voneinander lernen. Es ist auch nicht ganz die gleiche Zielgruppe, aber das gucken wir im Review noch an. Ich denke nicht, dass genau die gleichen Leute angesprochen werden mit den beiden Spielen. Die können perfekt nebeneinander existieren. Aber ja, ihr habt einfach Konkurrenz gekriegt und müsst halt dann jetzt gucken, dass ihr Dinge macht, die die Spieler haben wollen. Ihr müsst halt dann langsam mal auf den Kunden Rücksicht nehmen, weil bisher mussten Leute wie Veritas Videos machen mit 500.000-600.000 Views aufwärts, damit endlich mal was geändert wird. Das geht nicht auf lange Sicht. Irgendwann haben die Leute die Schnauze voll und da gehen sie zum Konkurrenten. Und das könnte jetzt passieren.
Aber so, Nikita braucht auf jeden Fall mal irgendwie jemanden, der zur Seite nimmt und sagt, hör mal, wir müssen mal drüber reden, wie du dich auf Social Media gibst, weil aktuell ist, er wirkt so ein bisschen wie so ein trotziger Schüler irgendwie, also uneinsichtig, sauer, bitter, das ist nicht, was du von einem CEO sehen willst, also ich hoffe, er kriegt da die Kurve und sieht im Endeffekt, was Arena Breakout Infinite zum Beispiel eben besser macht, lernt da draus und lässt sich ebenfalls inspirieren, weil das andere geht natürlich auch. Was will eine chinesische Firma eine russische einklagen? Klappt genauso wenig. Also, wenn die zwei Firmen sich gegenseitig in die Gurgel gehen und voneinander lernen, würden wir als Konsumenten auf jeden Fall profitieren von besseren Features und besseren Games. Naja, das ist zumindest so meine Ansicht zu der ganzen Sache. Gerne eure in die Kommentare. Dann nicht vergessen, Däumchen nach oben und wir spielen später Arena Breakout. Den High-Level-Bereich, mal schauen, was da ist. Das Late-Game, wie das so aussieht. Das, was wir haben in der Beta. Und jo, das geht später live auf Twitch. Ich gehe schlafen. Leute, good night.